Ich fand schön, letztes Jahr, dass wir hier auch eine Art Pizza-Essen am Ende hatten, dass die Leute mal zusammengekommen sind. Und ich dachte mir, es wäre noch schöner, wenn wir vielleicht noch eine kleine Abschlusspräsentation haben, um die Leute, die hier geholfen haben, die organisiert haben, Friends und Family, nochmal zusammenkommen und sich selbst feiern. Und das kann man ganz gut mit so einer Art Infrastructure Review. Ich habe es Nook by Numbers genannt, weil viel mit Infrastructure hat es eigentlich nichts zu tun und Review ist auch nicht so richtig. Es sind vor allem Zahlen, Daten, Fakten zu dieser Nook. Und die werde ich euch jetzt im Schnelldurchgang präsentieren. Und danach kommt Fabi nochmal und zeigt euch lustige und besondere Bilder. Allgemeines, das war die 11. Nook. Das, sagen wir mal, inoffizielle Thema war Phishing for Knowledge, mit diesem schönen Bild auch. Sie hat wieder 2 Tage gedauert, hatte wieder 4 Tracks und neu dabei, es gab ein Hackcenter. Und ich glaube, es war sogar die ganze Nacht offen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Falls ihr irgendwelche weiteren Anmerkungen habt oder Korrekturen, dann nur zu. Die Zahlen sind jetzt alle sehr schnell entstanden. Was gab es an Vorträgen und Workshops? Wir hatten 23 langformatige Vorträge, letztes Jahr 30. Wir haben ein paar mehr aussortiert dieses Jahr. 7 Lightning Talks, wir haben 8 Stände. Und von diesen insgesamt 30 Talks wurden 23 aufgezeichnet und 19 wurden gestreamt. Also ungefähr dasselbe Verhältnis auch wie letztes Jahr. Wir haben diese Teilnehmerzahlen, die ihr seht, in Blau 2022. Da hatten wir knapp 300. Dieses Jahr ist Freitag ein bisschen drunter geblieben. Dafür haben wir am Samstag aufgeholt und haben hier jetzt ungefähr 145 Teilnehmer gehabt am Samstag. Was mich auch freut, dass der Samstag jetzt eigentlich noch besser etabliert ist als letztes Jahr. Helferschichten. Ja, zu Helferschichten kann man sehr viel sagen. Das Wichtigste ist vielleicht, dass die meisten Zahlen nicht so richtig sind hier drauf. Zum einen bildet natürlich Sediment nur ganz schlecht ab, was wirklich hier geleistet worden ist von den Leuten im Vorfeld, im Nachfeld. Viele Leute haben mir geholfen, ohne im Sediment irgendwie vertreten zu sein. Manche Schichten waren nicht besetzt. Grundsätzlich wurden dieses Jahr viel weniger Schichten eingetragen, auf viel weniger Stunden, woran das liegt. Ist noch nicht ganz klar. Interessant ist aber, dass ungefähr dieselbe durchschnittliche Stundenzahl rausgekommen ist pro Person. Also letztes Jahr haben sich 44 Personen eingetragen, dieses Jahr 28. Auf jeden Fall wurde viel gearbeitet, also das kann man sagen. T-Shirts. Letztes Jahr 55, dieses Jahr 62. Wir sehen einen deutlichen Linksruck, ja. Also die Mode scheint Richtung S zu gehen. Ich weiß nicht, ob das an den T-Shirts liegt, dass die ein bisschen enger, vielleicht schöner sind oder so. Keine Ahnung. Leute sind auch dünner, oder? Nee, wir sind dicker geworden. Ach so. Wir sind länger geworden. Okay. Ich bin übrigens farbenblind. Ja. Feedbackbögen. Es gab letztes Jahr noch analoge Feedbackbögen. Da hatten wir 35 zur Veranstaltung und 337 zu individuellen Vorträgen. Und dieses Jahr stand vor 5 Minuten, gab es 98 Vortragsbewertungen und 1 zur Veranstaltung. Da kommen sicherlich noch ein paar rein. Aber es wird wahrscheinlich unter den Zahlen vom letzten Jahr bleiben. Lernen wir, toter Baum ist immer noch wichtig. Netzwerk, die Anzahl der WLAN-Clients. Ja, man kann ziemlich gut erkennen, wann die Öffnungszeiten der Nook waren. Man kann auch erkennen, dass nachts immer noch was los war. Ich glaube, das Minimum war bei 9 WLAN-Clients in der Nacht. Ebenso der Traffic. Heute ein bisschen mehr als gestern. Dann ganz wichtiger Punkt, Deko. Wie ihr seht, es gibt wahnsinnig viele LEDs hier und ich habe die mal alle zusammengerechnet. Es gibt in diesem Lichtschlauch da oben 1800 LEDs, dann 250 in diesen Textillichtschläuchen, 550 in den 10 Säulen, die Paul gebaut hat, die unten in dem Gang sind zum Hackcenter,
20 Stromlöten von Fabi dahinten. Und das sind in Summe 2620 LEDs. Wow, yeah. Aber das ist nicht das einzige an Licht, das hier installiert worden ist. Wir haben noch jede Menge Lampen aufgestellt. 14 Fado-Lampen. Welche sind das? Das sind diese runden da unten zum Beispiel. Ich habe ja alle mal hier zusammengetragen, also von jedem eins mindestens. 3 Quintana, das sind die, die in der Mitte dünn sind und an den Enden dick. 5 Storuman, das sind diese pillenförmigen da unten. 17 mal Lampan, das sind diese Tischleuchten, diese ganz kleinen. 2 Lampura, das sind die, die in der Mitte dick sind und an den Enden dünn sind. Und 8 Arbeitsleuchten, also diese Schwanhalsleuchten auf 4 an den Löttischen. Sowie 48 batteriebetriebene Leuchten, die auf den Treppen sind. Das sind diese kleinen Puckartigen hier, die in 48 Brötchentüten reingesteckt worden sind. Und dann haben wir noch draußen 12 Fluter, die das Gebäude von außen beleuchten. 109 Leuchten. Ich glaube, da fehlen welche. In der Lötecke gab es 3 Lampen. Stimmt, die Lötlampen fehlen. Die Lötlampen. Die waren aufgeführt, ja, das sind die Lampen. Das sind Lampen, die bei uns Stinkelampen genannt. Wenn du die öffnest, dann riechen die furchtbar. Aber sie waren billig. Also es kann sein, dass da noch ein paar fehlen. Keine Gewährleistung der Zahlen. So, wir kommen zur Gastronomie. Wir haben 200 Laugenstangen, 100 Portionen Chili Sin Carne, 50 Portionen Kartoffeleintopf, 50 Portionen Curry, 6 Bleche mit 24 Stück Kuchen angeboten und es gab 49 Kästen Limo-Bier, Mate, Apfelschorle und noch ein weiteres Getränk, das ich nicht explizit nennen soll. Ich würde sagen, vielen Dank dabei nochmal an Toxi, der die ganze Zeit Laugenstangen aufgebacken hat und sich um das Essen gekümmert hat. Vielen Dank nochmal dafür. Und danke an P++ für die Getränke. Immer. Ja. Last but not least. Laugenstangen sind übrigens noch da. Laugenstangen sind noch da. Wenn ihr nach der Pizza noch Bock auf Laugenstangen habt, let's go. Ist auch noch Junk da. Zaubertrank ist auch noch da. Der letzte Punkt, wahrscheinlich der allerwichtigste. Das wolltet ihr wirklich wissen, wie viele Nachtlichter wurden gelötet. Zum allerersten Mal haben wir es geschafft, Zahlen zu produzieren. Wir haben 33 Nachtlichter gelötet und eine 100%ige Erfolgsquote. Jedes hat funktioniert. Davon waren 16 grün, 28 rot und 22 gelb, weil jedes Nachtlicht 2 LEDs hatte. 0 blau natürlich. Hatten wir keine blauen oder ist blau einfach unbeliebt? Die Leute wollten nicht zu sehr clashen mit dem Thema der diesjährigen NUK. Dann wünsche ich noch guten Appetit und eine gute Nacht.